Habt ihr ein Problem damit? Ich? Meine Familie stammt auch nicht von hier. Es überrascht mich lediglich. Die Wache ist voller alter Vorurteile. Ich werde Ihnen allen Grund geben, Ihre Meinung zu ändern. Vielleicht haben Sie auch einfach nur eine Heidenangst vor euch. Das ist zumindest meine Theorie. Eigentlich bin ich ja der Let's Player und ich sollte reden, oder? Naja, lassen wir die mal machen. Und jetzt gehen wir zurück ins Haus. Hoffen, dass der Stab da ist. Und geben unserer Mutter das Testament und hoffen, dass wir noch irgendwas davon bekommen. Und wieder raus hier. Gamlins Haus. Ich meine ja nur, Blut ist dicker als Wasser und so, aber letztlich nutzt ihr meine Gastfreundschaft. Da ist es nur gerecht, dass ihr etwas dafür gebt. Einen monatlichen Beitrag. Ihr habt meine Kinder in die Knechtschaft verkauft. Und jetzt soll ich euch auch noch Miete bezahlen? Vielleicht nur einen kleinen Zuschuss bei den Lebensmitteln. Ihr solltet eher uns etwas bezahlen, Onkel. Wir haben das Testament gefunden. Er hat dir vergeben, Mutter. Großvater hat dir alles hinterlassen. Hier, lies selbst. Also, ich sollte... Vielleicht... An meine Tochter Leandra und alle Kinder, die sie geboren hat. Das Anwesen in der Oberstadt und alle damit verbundenen Einkünfte. Beachte den Abschnitt, in dem Gamlin lediglich ein Taschengeld zugestanden wird. Verwaltet von dir. Gamlin, wie konntet ihr nur? Ihr seid diejenige, die fortgelaufen ist, Leandra. Was ist denn jetzt mit Liebe ist viel wichtiger als Geld? Das gilt! Ihr seid nicht mal zur Beerdigung gekommen. Die Zwillinge waren eine Woche. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Ich musste mich um ein Leben kümmern, das ihr zurückgelassen hattet. Wie lange hätte ich denn warten sollen? Oh, das sieht man ja geil viel. Vermutlich habt ihr nicht mal die Asche kalt werden lassen. Ich habe mich um Vater gekümmert. Ich bin geblieben. Und noch auf dem Sterbebett hat er nur von Leandra gesprochen. Das ist nicht meine Schuld, dass man mich nicht sieht. Es tut mir leid. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich habe es getan. Und jetzt kann ich nichts tun, um es zurückzukriegen. Das erwarte ich gar nicht, Gamlin. Mir reicht das Wissen, dass Mutter und Vater ohne Groll auf mich gestorben sind. Ich werde ein Gesuch beim Vicomte einreichen, dass uns das Anwesen wieder zuerkannt wird. Wenn der Erbauer es will, haben wir unser Haus in einigen Wochen zurück. Ihr habt weder das Geld noch das Ansehen, um beim Vicomte auch nur eine Audienz zu erhalten. Ihr müsst in dieser Stadt jemand sein, wenn ihr wieder in diesem Haus leben möchtet. Dann sollte ich sofort damit anfangen. Der mag uns wohl nicht. Ich will jetzt meinen scheiß Stab. Den ich jetzt auch nehmen kann. Yay. Und der sollte noch recht gut sein. 2 Magie, 24 Schaden, Mana. Den nehmen wir doch so, oder? Was hast du zu sagen, Beth? Warum holt ihr nicht etwas vom Markt? Frische Luft würde euch gut tun. Was? Hey! Ich kann nicht glauben, dass Gamlin Mutters ganzes Erbe gestohlen hat. Das heißt, ich kann es sogar glauben. Und das ist das Schlimmste daran. Ich würde mich niemals gegen dich wenden. Kurze Frage, was zum Teufel hast du mit deinen Fingern gemacht? Na ernsthaft, spult mal vielleicht kurz zurück und seht euch ihre Finger an. Keine voreiligen Versprechungen. Mach du nur deine Witze, aber neben dir wirkt Gamlin wie die Kröte, die er tatsächlich ist. Weißt du, als wir losgezogen sind, um dieses Testament zu suchen, dachte ich, wir tun es für Mutter. Für das, was sie verloren hat. Mir war gar nicht klar, wie viel mir das bedeuten würde. Zu wissen, dass ich Großeltern hatte, die mich nicht gehasst haben. Das mit Ferelden hätten sie ja vielleicht toleriert, aber stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn sie erfahren hätten, dass du eine Abtrünnige bist. Du bist so ein Idiot. Ich hatte nur gehofft, es würde diesmal anders sein. Hier in Kirkwall. Wir laufen nicht schon wieder weg. Wir sind jetzt zu Hause.
Wir machen das hier zu unserem Zuhause, Bethany. Das verspreche ich dir. Das hoffe ich, Bruder. Ich bin es so leid, immer wegzulaufen. Ja, denk mich, ne? Hat die Mutti noch was zu sagen? Als ich eurer Großmutter erzählt habe, dass ich euren Vater heiraten werde, hat sie mir damit gedroht, mich zu verstoßen. Sie sagte, meine Kinder würden Missgeburten werden. Und als mein Vater mich einsperren wollte, meinte sie nur, es ist ihr Leben, soll sie es doch zerstören. Ich habe ihr bei jeder eurer Geburten geschrieben, aber sie hat nie geantwortet. Ich bin froh, dass sie nicht voller Hass auf mich gestorben ist. Das Anwesen gehört dir. Warum sind wir dann noch hier? Da der Besitzer des Hauses gestorben ist, ohne einen Erben zu hinterlassen, ist es jetzt im Grunde genommen Eigentum des Vicomte. Wenn wir jetzt dort einziehen würden, wären wir nichts weiter als Hausbesitzer. Wenn der Vicomte unsere Rechte allerdings anerkennt, könnten wir noch weit mehr bekommen als nur ein Haus. Wir könnten unseren Namen zurückerhalten. Ich gehe ja meistens auf witzig oder was auch immer, aber ich glaube, der Satz da ist doch ein wenig fies. Mal abgesehen vom unteren. Darum nehme ich mal die hier. Großmutter wollte nicht, dass du gehst. Sie hat versucht, dich auf die einzige Art zu halten, die sie kannte. Sie wäre so stolz auf dich gewesen. Du bist alles, was sie sich von einem Enkelkind in der Familie Amel gewünscht hatte. Es wäre ihr anfangs vielleicht schwergefallen, es zu akzeptieren, aber sie hätte dich geliebt. Sie hätte euch alle drei geliebt. Kawa, er war so ein lebhafter kleiner Junge. Seine Knie waren immer aufgeschürft und keine seiner Hosen war ohne Löcher. Das Letzte, was Kawa wollen würde, wären noch mehr Tränen. Ich muss einfach immer wieder darüber nachdenken, ob wir nicht doch etwas hätten tun können. Das lässt mir keine Ruhe. Ich erinnere mich, wie diese schreckliche Kreatur nach unten greift und 18 Jahre, in denen ich mein Kind geliebt und ernährt und großgezogen habe und plötzlich ist alles vorbei. Zumindest hast du inzwischen mit diesem "Das alles ist deine Schuld" aufgehört. Es tut mir leid, mein Schatz. Ich war durcheinander. Ich habe das nie wirklich geglaubt. Es ist nur, ich... Ja klar, das mögen wir doch. Wir waren zu viert, als die Verderbnis begann. Und solange wir nur zu dritt sind, wird es niemals vorbei sein. Ich habe dem Vicomte geschrieben. Sobald Bartrans Expedition aufgebrochen ist, habe ich eine Audienz bei ihm. Ich konnte zwar nichts für Kawa tun, aber mit ein wenig Glück kann ich uns zumindest ein Zuhause verschaffen. Was habt ihr alle gegen dieses Haus hier? Ist doch auch nicht so schlecht. Ein schwächendes Gift. Nein, dafür brauchen wir Pilze. Was hast du noch zu sagen, Beth? Ich glaube, das ist ein Bild von Mutter. Sie sieht aus wie du. Woher hast du das? Aus dem Anwesen? Lass mal sehen. Ist das nicht Mutters Verlobungsbild, als sie damals den Comte heiraten sollte? Sieh nur, man kann den Ring erkennen. Ich will das Bild auch sehen. Ich schätze, es wäre ein wenig unangebracht gewesen, wenn sie es mitgenommen hätte. Ich weiß, sie hat Vater geliebt. Denke ich. Ich frage mich nur, ob es sie nicht glücklicher gemacht hätte, wenn er kein Magier gewesen wäre. Wenn ich keine Magierin wäre. Ich weiß, das hat es für Mutter schwer gemacht. Es ist schön, eine Erinnerung an die Zeiten zu haben, als sie noch lächeln konnte. Sieht aus, als wäre uns Bethany jetzt recht positiv gestimmt. Ich gehe mal in die Unterstadt und habe da noch ein Quest offen. Ich hoffe, ich finde dann auch da noch was. Und eigentlich Damoklesschwert, wenn das noch irgendwer kennt. Also, Beth hier ist jetzt Freundin. Die hier kann sich jetzt noch nicht so entscheiden und er auch nicht.
Geben wir ihr doch hier mal den Stab, der wahrscheinlich am besten aussieht von allen. 30 pro Sekunde, das ist viel besser als alles, was wir bisher hatten. Dann können wir hier noch das Quest, das... Bei den Ahnen bloß nicht. Wisst ihr, was Orsema ist? Nichts als enge Tunnel voller Nacktkot und Körpergeruch. Und jeder dort hält sich für was Besseres, weil sein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater eine Wasseruhr oder sowas erfunden hat. Aber es ist euer Volk. Fragt ihr euch nie, wie es dort wäre? Ich habe eine lebhafte Fantasie. Warum sollte sie dafür vergolden? Ja, kann man hier nichts kaufen. Ach so. Na, man kann nur ein Schild kaufen, das zwar einiges besser wäre. Aber mal egal. Ich verkaufe hier mal ein wenig von dem Zeug, das wir hier mitgenommen haben. Scheint jetzt nicht wirklich irgendwo was Wertvolles zu haben, aber ja, immerhin haben wir doch noch ein wenig Geld gemacht. Ich gehe mal in die Richtung nach vorne. Irgendwo wird das Quest hier schon sein. Niemand befolgt mir das Gesetz. Ah, die haben wir doch mal gerettet, oder? Und da haben wir die Elfen gefunden. Und da ist noch eine Kiste mit einem Ring, der, wenn ich Angriff gibt, können wir doch den auch noch ausrüsten. Naja, egal. Kann man hier irgendwo raus? Da vorne. Ins Elendsviertel will ich eigentlich gar nicht. Und in unser Haus eigentlich auch nicht. Jemand hat eine Nachricht für euch gebracht. Liegt auf dem Schreibtisch. Also was ist? Seid ihr hier, um euch über mich lustig zu machen? Ja. Gamlin ist mal wieder der Idiot. Gamlin ist der Narr, der sein Geld nicht mal zusammenhalten kann, wenn er es auf einem verdammten Silbertablett überreicht bekommt. Ich habe es versucht, wisst ihr, als Leandra gegangen ist. Aber natürlich hätte ihr niemand jemals das Wasser reichen können. Der beste Weg, die Liebe eures Vaters zu gewinnen, war also, ihm sein Geld zu stehlen? Ich habe während 2 Cholera-Epidemien ihre dreckigen Laken gewechselt und ihnen das Kinn abgewischt. Und dennoch war das letzte Wort meines Vaters Leandra. Ich sehne mich nicht nach Liebe. Aber zumindest hatte ich das Geld. Und ich hatte gerade angefangen, euch zu mögen. So, und da haben wir noch einen Brief von Miran, der uns Arbeit anbieten kann. Und noch von Miran.